Herzlich willkommen an die Aufzeichnungszuschauer, winke, winke. Ja, unsere heutige Kurzvorlesung, die wissenschaftliche Tagesschau heute. Wir beginnen mit dem Thema, was wir am Montag, wollen wir mal wieder versuchen, die Bundesregierung anzurufen und ihr unsere Hilfe anzubieten. 500 Milliarden Euro jährliches Wirtschaftswunder pro Jahr plus 15% mehr Wählende, wobei ich nicht weiß, wer das war jetzt eigentlich in der Studie, mehr für die Partei, die das nach vorne bringt. Wenn es alle drei gemeinsam nach vorne bringen, dann werden sie wahrscheinlich nur Anteile dieser, jede einzelne Partei nur Anteile dieser 15% bekommen, durch helfen lassen vom Weltrat. Ja, wie machen wir das sozusagen? Also, ja, an Grüne, SPD, FDP 15% mehr Stimmen, entweder für die Partei, die den Vorreiter macht, und als Lohn für helfen lassen vom Weltrat an Regierungen, können Sie doch gerade super gebrauchen, liebe Regierung. Wirtschaftswunder 500 Milliarden pro Jahr, das könnten wir doch alle dringend gebrauchen. Und 15% mehr Wähler, wodurch machen wir das eigentlich ja letztendlich ganz einfach. Wir kombinieren ja die, wir machen eigentlich diese vier weltberühmten Dinge. Also nehmen wir mal an, jetzt spreche ich gerade mit jemandem von der Regierung, dann sage ich halt, wir müssen nur vier weltberühmte Dinge ganz neu und viel tiefer verstehen. Ne? Wir müssen einfach viel tiefer verstehen, Schluck Wasser. Übrigens unser Gesamtstudium jetzt in der Infobox unter der Sendung, der erste Link ist jetzt immer führt ja gleich zu unserer Homepage und damit zu unserem Studium, Gesamtstudium an der letzten oder ersten echten Universität der Welt. Ja, und zwar haben wir ja diese vier weltberühmten Dinge. Circa ab 68 kam die Anekdote vom Gesundheitssystem, Gesundheitswesen im alten China immer mehr auf, dass der Arzt so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf gesund waren und glücklich waren, wurde jemand krank, erfuhren das ja alle und reduzierten alle gleichermaßen ihre Geschenke, sodass der Arzt nur einen Anreiz hatte: Krankheiten verhindern, Gesundheit fördern, präventivmedizinisch bestmöglich. Diese Anekdote ist eine Mahnung, sie ist eine Mahnung. Sie mahnt uns ja alle daran, sozusagen, woher kommt diese Anekdote? Weil da eine Ahnung drin steckt, dass die Marktwirtschaft nicht funktionieren kann. Wenn ich Belohnungen im Prinzip ausschütte, wenn die gesamte Bevölkerung krank wird und dann mehr Geld ausschütte für die Sparte, die Gesundheitssparten aller Art, dass das gefährlich ist. Und genau das kostet uns 500 Milliarden pro Jahr, weil wir dieses Prinzip, dieses falsche Prinzip der Belohnung in allen gesellschaftlichen Sparten haben und dadurch überall diese Tendenz entstanden ist, und zwar nicht bewusst. Also wir dürfen hier jetzt bitteschön keine Verschwörungen oder böse Absichten unterstellen. Also das ist völlig falsch und wäre ein Riesenirrtum, sondern die Welt funktioniert eben so, dass errare humanum est gilt grundsätzlich. Und wenn sich ein Mensch irrt,
Und dieser Irrtum, die Menschen krank macht als Früharzt und Frühhändler, sich irrt. Und dieser Irrtum, die Menschen krank macht, unglücklich und so weiter, dann profitiert er ja dadurch, wenn er diesen Irrtum für Wahrheit hält und der Selbsttäuschung unterliegt, was ganz menschlich ist, dann wird er in dem Bewusstsein, bewusst wird er denken, er ist ein Gott in Weiß und ist der Retter der Menschheit. In Wirklichkeit macht er die Menschen aktiv krank, ohne dass es ihm bewusst ist, dass er das tut, weil er ja seinen Irrtum für Wahrheit hält. Dadurch kann er dann durch seinen daraus erzielten wirtschaftlichen Erfolg kann er eben sehr hier drei Enkel, vier Urenkel und so weiter, eine ganze Dynastie begründen und ernähren. Und er wird ganz viele Schüler, Azubis, Lehrende, Studenten finden dann an den Akademien. Und seine Irrtümer werden sich ausbreiten und werden überall gelehrt werden. Und das kostet uns in allen Sparten zusammen 500 Milliarden Euro jährlichen Verlust. Und diesen Verlust können wir beenden durch eben die Gemeinwohlökonomie, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Diskussion und Kombination. Wobei wir hier den Professor Sir Karl Popper mal schon zwischendurch reinholen sollten mit seinem Falsifikationismus, die vierte weltberühmte Geschichte, nämlich, dass wir sozusagen lernen müssen, wieder als Menschheit, wieder überhaupt miteinander richtig zu sprechen, mit Redezeituhren, Schachredezeituhren, Redezeit, Schachuhren, wir haben hier 7 Uhren liegen und immer wieder, jeder darf den anderen unterbrechen mit Wechsel und der Nummer seiner Uhr, Wechsel 5, und dann tut mir leid, ich glaube, da haben Sie gerade einen Irrtum formuliert, weil Begründung. Und so kommen wir, wir müssen wieder so sprechen lernen. Wenn wir das nicht tun, werden wir alles kaputt machen. Ja? Das war die vierte berühmte Geschichte. Damit habe ich die Gemeinwohlökonomie, die als dritte weltberühmte Geschichte schon genannt. Und die zweite weltberühmte Geschichte ist ja die Anekdote vom Rechtsanwaltwesen, vom, ich zitiere, weltweit wichtigsten Denker in seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten, Zitat Ende. Und Professor Richard Dawkins in Das egoistische Gehen, auf 3 Seiten hat er geschildert, wie die Marktwirtschaft im Prinzip nicht funktionieren kann, dass wir neue Anreize brauchen, die das Richtige tun belohnen und nicht wie bisher Anreize, die dazu führen, dass die Rechtsanwälte in der Evolution Irrtümer entwickelt haben, die dazu führen, dass sie unnötigerweise Prozesse streitig gestalten, wodurch zum Beispiel das sich scheiden lassen wollende, freundschaftlich verbundene Ehepaar in einen Krieg gehetzt wird, der am Ende beiden unendlich viel Geld kostet und den Rechtsanwälten ein gutes Einkommen bietet, sozusagen ein erhöhtes Einkommen. Diese insgesamt 4 weltberühmten Dinge, die Anekdote vom Gesundheitswesen im alten China, die Anekdote vom Rechtsanwaltswesen, vom weltweit wichtigsten Denker, und die weltberühmte Gemeinwohlökonomie kombiniert mit unserer Gemeinwohlwirtschaftsordnung und das diskutiert nach den Fairnessregeln des Sprechens miteinander von auch zurückgehend auf Professor Sir Karl Poppers Falsifikationismus,
Das ist das, was uns jährlich 500 Milliarden bringt und ein sozusagen und liebe Bundesregierung eben plus 15% mehr Wählerstimmen. Denn ein gewisser Teil der Wähler versteht das, wovon ich hier rede. Natürlich nur der klügste Teil der Gesellschaft. So, und jetzt kann ich hier, denke ich, bin ich damit durch und kann noch mal die Themen lesen, ob ich auch wirklich alles gesagt habe. Ja, also liebe Grüne, SPD, FDP, 15% mehr Stimmen, 500 Milliarden Euro pro Jahr Wirtschaftswunder als Lohn für das reine sich helfen lassen vom Weltrat, wobei natürlich unsere Hilfe immer ehrenamtlich ist. Wir wollen das Ihnen schenken. Ehrenamtlich ist der Weltrat ja tätig, ja, weil wir ganz bewusst gesagt haben, wir brauchen eine Wahrheitsinstanz in der Welt, die sich durch nichts, durch keinerlei Geldtendenzen irgendwie ablenken lässt von der Wahrheitsfindung. Und nichts als die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das gibt's eben auf der Welt nur noch hier beim Weltrat. Und jetzt gucke ich im Chat, ob da irgendwas ist, worauf ich eingehen sollte. Der Chat müsste doch eigentlich hier auftauchen. Na, da ist er doch schon. Nein, nichts da. Dann kann ich den die erst einmal die Aufzeichnung beenden. Tschüssi, winke, winke, liebe Aufzeichnungszuschauer